Is there anybody out there? I've been drifting through the darkness. Looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away. Trying to keep our heads above the waves. So, hallihallo, liebe YouTube-Freunde, liebe Fotobegeisterte. Ich bin's mal wieder, Dennis, und ihr schaut Pfleghar Fotografie. Und ich bin heute hier in Balingen, und zwar am Schloss Balingen. Ich habe mich hier mit dem Gerd getroffen. Der Gerd ist schon einer der ersten Follower der ersten Stunde von mir. Und wir haben uns das schon ewig... Gerd, wie lange machen wir jetzt schon rum, dass wir gemeinsam fotografieren gehen wollen? Hab bestimmt ein Jahr. Oh ja. Über ein Jahr machen wir jetzt schon rum. Wollten mal zusammen fotografieren gehen. Leider war es dann gesundheitlich nicht möglich, dann zeitlich nicht möglich. Jetzt heute Abend haben wir es geschafft. Und wir haben eine traumhafte Winterlandschaft vom Schloss Balingen erwischt. Und ja, schöner geht es eigentlich nicht. Schloss Balingen bei Winterkulisse. Stimmt richtig schön ein in die vorweihnachtliche Zeit. Und da wollen wir heute Abend rangehen. So. Die erste Perspektive, die ich mir rausgesucht habe, ist hier auf der Brücke auf das Schloss drauf. Hier unten im Wasser hat man noch eine richtig schöne Spiegelung. Und links an der Seite sind so richtig schön weiß verschneite Bäume, die mich auch magisch anziehen und die echt schön aussehen im Bild. Aber ich nehme euch am besten mal kurz mit aufs Display. So, hier sieht man jetzt die Kameraeinstellung auf dem Display, und zwar hier links oben im Bild. Hier haben wir diese schönen beschneiten Bäume, der Turm hier in der Mitte vom Bild und unten im Wasser. Man sieht es hier ja schon, hier spiegelt sich das Licht von da. Da unten läuft dann hier der Turm in der Spiegelung, und mit dem Schnee hier rechts drüben, das finde ich auch noch wirklich schön. Und so wollen wir das Ganze jetzt fotografieren. Durch die Schneewolken mit einer relativ langen Belichtung gibt das Ganze auch noch einen dynamischen Umfang über dem Schloss, als wenn da gerade starke Wolken aufziehen, weil die natürlich erstens schon weiß sind vom Wetter her, weil es eben Schneewolken sind, und dann werden sie natürlich von den Lichtern von Balingen auch nochmal richtig angeleuchtet und sehen dadurch dann nochmal schöner aus. Ja. Ihr habt es gesehen auf dem Display, das ist so meine erste Einstellung hier von der Brücke runter auf das Schloss Balingen, und die ersten Bilder folgen wie immer jetzt. Ja, auch die Winterlandschaft hier, das macht natürlich das Schloss heute Abend extrem besonders. Also mir gefällt der Spot hier wirklich gut. Es war eine gute Entscheidung, heute bei Neuschnee hierher zu fahren. Es sind kaum Fußspuren irgendwo im Schnee unten. Natürlich sind jetzt die anderen
hier schon unten rumgelaufen. Es sind nämlich noch ein paar andere dabei. Der Carsten zum Beispiel ist dabei, Anita ist heute dabei. Und der Gerd eben, wie schon erwähnt. Deswegen heute zu viert unterwegs. Und ich habe die Ehre, hier mein Video zu drehen. Und ja, Winterlandschaft in Balingen, echt klasse. Aber ein Hochformat darf natürlich jetzt auch nicht noch fehlen. So, und damit ihr das mal seht, dass ich tatsächlich nicht alleine bin, sondern wir zu viert unterwegs sind, da stehen sie, die drei, die Karin, der Gerd, der Carsten, und da schlumpft Anita her. Da. Ne, wo muss ich hin? Da. Da schlumpft sie her. Genau. Dann wollen wir mal schauen, dass wir die nächste Perspektive mitnehmen hier an dem wunderschönen Schloss. Ich finde es einfach richtig cool hier heute mit dem Schnee. Also war die beste Entscheidung herzufahren, auch wenn die Herfahrt bei dem Schneechaos natürlich, sagen wir mal, abenteuerlich war. Aber hat alles funktioniert. Ich und mein Hund, wir sind sicher hier angekommen. Die nächste Perspektive habe ich eigentlich hier die Treppe runter gefunden. Und zwar habe ich hier, ihr geht wieder mit auf die Kamera. Und zwar habe ich jetzt hier unten einmal das Geländer hier laufen. Das kommt so seitlich ins Bild rein und natürlich mit 14 mm, das ist jetzt mit der Videoeinstellung nicht ganz möglich, beziehungsweise 16 mm ist das jetzt nicht ganz möglich mit der Videoeinstellung, macht die Kamera nicht ganz, überträgt es nicht ganz. Deswegen nur hier den kurzen Bildausschnitt, also hier seitlich läuft das Geländer rein, das Schloss ist dann ganz drauf, die Turmspitze. Und hier unten alles schön schneebedeckt. Hier unten alles schön schneebedeckt. Ich finde, das kommt sehr schön. Und ja, wird mein nächstes Bild. Und ihr bekommt das Bild natürlich wie immer jetzt präsentiert. Noch ein kleiner Tipp am Rande, während das Bild hinter mir läuft. Also ihr seht es ja hier, hier fliegt quasi der Schnee nur so runter. Hat man teilweise Respekt davor, im Schnee zu fotografieren, wenn die Schneeflocken so runterkommen, dass das eventuell im Bild zu sehen sein könnte als Langzeitbelichtung oder so. Im Gegenteil, wenn ihr eine Langzeitbelichtung macht, der Schnee fällt so schnell runter, der stört euch nachher in der Langzeitbelichtung eher weniger, wie wenn ihr eine Momentaufnahme macht mit einem 60stel zum Beispiel oder so, dann habt ihr viel, viel mehr von dem Schneechaos oder von dem Schnee drauf, als wie wenn ihr es in der Langzeitbelichtung tätigt. So. Ich habe jetzt gerade noch eine Perspektive gefunden, und zwar hier unter der Brücke. Dort ist ein Randstein und das Wasser ist schön flach, sodass man dort hinknien konnte und das Bild fotografieren konnte. Und jetzt ist die Stachschräge vom Turm und der Randstein, die sind ziemlich identisch vom Winkel her. Und das habe ich jetzt noch im Hochformat 4 Sekunden da unten fotografiert. Konnte ich die Kamera schön unten auf den Boden legen mit dem L-Winkel. Ist nichts passiert. 4 Sekunden lang fest auf den Boden drücken, Hand drunter, dass es schön stabilisiert ist, wackelt nichts. Könnt ihr auch mal probieren. Vor allen Dingen, ja, ich will keine Werbung machen, aber 8-fach stabilisiert, funktioniert wunderbar und tadellos. Ja, aber ihr hört schon, oder
Ich höre es auf jeden Fall von hier. Es geht jetzt runter zum Wasserfall, denn dort kann man auch noch richtig tolle Bilder machen. Und da gehen wir jetzt hin. Taram-tam-tam, taram-tam-tam. Ja, da wären wir an dem anderen Spot hier am Wasserfall. Ich muss nur allerdings jetzt mal ein bisschen gucken, wo ich mich da hinstelle, weil wir haben hier so einen richtig schönen Ast, der durch die Schneemassen nach unten gedrückt wird. Ich zeige euch das mal kurz. Hier haben wir den Ast, der nach unten gedrückt wird. Und da dahinter ist der Wasserfall und das Schloss. Aber wenn ich das schon richtig gesehen habe, dann ist hier vorne hier eine kleine Plattform. Da gehe ich jetzt mal hin und guck mal. Ja, wunderbar. Plattform. Und hier kann man sich ein bisschen weiter rüberstellen. Und dann hat man den Wasserfall drauf und das wunderschöne Schloss. Also besser geht's ja nicht. Besser geht's ja nicht. Hier auf der Plattform kann ich da das Schloss fotografieren. Wunderbar. Aber ich will nachher auch mal noch versuchen, irgendwie hier den schönen, wunderschönen großen Stein noch mit ins Bild zu bringen. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier und mache von dem Schloss mein erstes Bild. So, das Bild läuft jetzt hier. Also das hier auf dem Podest funktioniert wunderbar. Hier unten ist jetzt noch dieser Stein. Ich will diesen Stein unbedingt im Bild haben. Problematik wird jetzt gleich sein. Ich muss irgendwie meine Kamera unter diesem Ast, den ich euch vorhin gezeigt habe, positionieren, um an diesem Stein vorbei zu fotografieren auf das Schloss Balingen. Ich habe schon eine Idee. Ich bereite die Idee mal vor und melde mich dann bei euch, ob die Idee funktioniert hat. Ihr guckt euch derweil die Bilder an von dem Spot hier. Ohne Stein, einfach nur mit dem schönen Wasserfall und dem schön beleuchteten Schloss. Viel Spaß! Also, ja, ich weiß nicht, nee, die Kamera sieht man jetzt nicht, aber die ist hier unten im Wasser. Und ich habe mir jetzt hier diesen Stock gesucht. Mit diesem Stock stütze ich mich jetzt quasi ab, Knie hier so hin, stütze mich ab mit einer Hand und stelle die Kamera dann hier unten richtig ins Bild. Verdammt. Ja. Stellt es erstmal so richtig ein hier. Ich versuche das mal euch zu zeigen. So. Also da seht ihr die Kamera. Und hier ist mein Stock und
So stelle ich mich dahin, stütze mich hier ab, stelle jetzt mal alles richtig ein, hier, dass das alles schön passt. So, und jetzt habe ich den, den Stein hier drin. Noch schön scharf stellen und ab geht's. Bild läuft. Erstes Bild läuft. Die zweiten Bilder mache ich dann aber mit der Canon Connect App. Haue ich jetzt mir mein Handy raus und dann werden die Bilder so gemacht und nicht mehr mit diesem Experiment hier. So, wie ihr seht, abenteuerlich, um die Perspektive bzw. das Stativ da ins Wasser zu stellen. Aber es hat funktioniert und ich habe meine Bilder mit dem Stein im Vordergrund im Kasten. Wie gesagt, die letzten Bilder habe ich mit der Connect-App gemacht. Und ich mache jetzt ein Foto noch hier. Vielleicht hier so ein bisschen durch die Bäume durch. Das blende ich hier nach dem Abspann ein. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen und ihr habt mich gerne begleitet hierher nach Balingen. Also wenn ihr mal nach Balingen kommt, nehmt auf jeden Fall hier das wunderschöne Schloss mit. Auch die Stadtkirche ist beleuchtet. Ja, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, hier mit dem schönen Wasserfall an der Eyach, die hier vorbeifließt, und mit dem traumhaften Stein im Wasser. Das Schloss an sich hat ja schon einen enormen Charme, ganz besonders jetzt mit der Winterstimmung. Also das war wirklich ein toller Fotowalk heute hier in Balingen am Schloss. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal ganz kostenlos, ohne irgendwas zu bezahlen. Und lasst die Glocke da, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst und wir uns vielleicht häufiger sehen. Vielleicht habt auch ihr irgendwann mal einen Tipp für mich, wo ich hinkommen soll, um mit euch gemeinsam fotografieren zu gehen. Ich mache das sehr gerne. Ich nehme da auch ein bisschen Strecke in Kauf. Ich nehme auch schlechtes Wetter in Kauf, um solche Bilder einfangen zu können. Also nochmal danke, Gerd, für die Einladung hierher nach Balingen, um mit dir gemeinsam fotografieren zu gehen. Und vielleicht sehen auch du und ich uns im nächsten Video dann schon gemeinsam beim Fotografieren bei dir in deiner Stadt, an einem tollen Spot, den ich bisher noch nicht kenne, den du mir zeigen möchtest und vorstellen möchtest. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss aus Balingen, schöne Grüße, euer Dennis, ciao.